In diesem Video bekommt ihr mein Fazit zu D23. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Fazitvideo zu D23, aber auch wie das Ganze gebucht wurde von mir oder von uns und nochmal so ein kleines Revue passieren lassen zu den Tagen, was wo passiert, wie das Ganze abläuft und so weiter und so fort. Ja, ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, ich mache das einfach chronologisch, wie wir es gebucht haben, wie das Ganze funktioniert hat und hoffe, dass es nicht allzu durcheinander wird. Ja, starten wir erstmal mit den Tickets. Ja, man braucht natürlich für die D23 Tickets. Was ist erstmal D23? D23 ist eigentlich ein Disney-Fanclub. Warum 23, also D23? Weil Disney 1923 gegründet wurde. Deswegen ändert sich das auch nicht pro Jahr oder so, es ist immer D23. Und viele von euch, die meinem Kanal verfolgen, wissen, dass ich jetzt schon in 3 Jahren in Folge D23 Mitglied bin. Und man kann kostenloses Mitglied sein bei D23 oder man kann ein Goldmitglied sein. Ich bin jetzt seit 3 Jahren Goldmitglied, da bezahlt man eine Mitgliedschaft. Dazu habe ich schon 2 Videos hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal, wie das Ganze funktioniert, was da man bekommt, was für Goodies und so weiter. Man bekommt in der Mitgliedschaft, die $100 im Jahr kostet, immer ein Geschenk und 4 Zeitschriften und so weiter. Und alle 2 Jahre findet dann die D23 Expo statt, wo ich jetzt auch da war. Seit 2019, das heißt, ich war jetzt auf der 8. D23 Expo. Und so viel dazu. Erstmal, was so allgemein ist. Und was ihr euch darunter vorstellen könnt, ist eigentlich wie eine große Messe. Sowas wie die Gamescom oder die Comic-Con. Und das ist die D23 Expo. Das ist erstmal so als Definition. Wie gesagt, findet alle 2 Jahre in Anaheim statt, immer im Anaheim Convention Center, schon immer. Es gibt, glaube ich, noch eine kleinere Version, jedes andere zweite Jahr. Aber da weiß ich jetzt nicht so viel. Und ich habe mir natürlich über die letzten Jahre immer Sachen angeschaut, wenn andere Influencer dort waren oder andere Leute. Und ich habe mir gedacht, wenigstens einmal in deinem Leben möchtest du dieses Event hier besuchen. Es einmal mitzuerleben, weil es ist wohl wirklich, es ist krass. Und dann habe ich mit Sam halt gesprochen. Ich weiß gar nicht, wann wir es genau festgelegt haben. Und dann meinte sie, ja, sie würde auch gerne zu D23. Und dann haben wir gesagt, warum fahren wir denn nicht einmal zusammen? Das war unser erster gemeinsamer Trip. Und dann haben wir gesagt, gut, dann fahren wir zusammen zu D23. Ist auch Goldmember. Und wenn ihr Tickets für D23 bekommen möchtet, also die Chance ist höher, wenn ihr Goldmitglied seid. Ja, ihr müsst dafür bezahlen. Aber die Tickets für die Goldmitglieder werden als erstes freigeschaltet. Und jetzt kommen wir zum Ticketprozess. Also, wir wussten, es wurde online gepostet, wann die Tickets online kommen. Und das war bei mir, glaube ich, 8 Uhr abends. Und bei Sam 7 Uhr. Wir haben gesagt, okay, wir buchen nicht zusammen. Jeder bucht für sich alleine. Ist die Chance höher. Aber wir telefonieren dabei. Und dann haben wir angefangen zu telefonieren und um 8 Uhr ging es dann los. Und ja, dann mussten wir erstmal warten. Die Tickets sind super begehrt. Wie gesagt, für Goldmitglieder werden die Tickets zuerst freigeschaltet. Und dann, ich glaube, dann 1-2 Tage später dann für Visa-Karteninhaber und am Schluss dann für alle anderen. Aber am Schluss habt ihr wirklich, wenn überhaupt, nur noch so einzelne Tagestickets. Und es gibt verschiedene Tickets, die wir kaufen konnten. Wie gesagt, Einzeltagestickets, also Freitag, Samstag, Sonntag war ja die Messe. Da konntet ihr jeweils entweder einen Tag buchen oder komplettes Wochenende mit Honda Center. Und das Honda Center ist dieses Jahr wohl neu gewesen. Das gab es so nicht. Und im Honda Center wurden die beliebtesten Panels, so heißen, also ich sage mal jetzt Panels, das sind im Prinzip so Vorstellungen, es sind halt so Vorpräsentationen, die dann stattfinden. Und die 3 der beliebtesten Präsentationen wurden ins Honda Center verlegt mit 11.000 Plätzen. Und wenn man dieses
drei Tage Wochenende inklusive Honda Center gebucht hat. Das war so das ultimative Fanpaket, glaube ich, hieß das. Und das startete ab 259 Euro ab. Und ja, also erstmal so zu den Tickets, genau. Und wir wollten auf jeden Fall alle drei Tage mit Honda Center, weil im Honda Center waren ja auch die drei, also auch das Parks, die Parks-Präsentation, die ich unbedingt haben wollte. Die letzten Jahre war es wohl so, dass alles in dem Convention Center stattfand, auch dieses Parks-Panel. Und da reinzukommen, da haben sich die Leute wirklich schon um Mitternacht am Vortag angestellt, um halt in dieses Panel zu kommen und haben es dann wahrscheinlich trotzdem nicht geschafft, weil es halt so begehrt war. Und ich muss sagen, das Honda Center war dafür echt eine gute Ausweichmöglichkeit, aber dazu später mehr. So, dann saßen wir da, haben telefoniert und dann kam da so das grüne Männchen, was gelaufen ist. So, ne, so eine Warteschlange. Und dieses Männchen hat sich nicht bewegt. Gar nicht. Null. Nada. Und wir saßen da und dann... Wir haben telefoniert die ganze Zeit und es hat sich nichts getan. Wir haben dann immer auf Twitter geschaut, ne, was die anderen so posten. Und ich glaube, ein, zwei haben gesagt, dass sie Tickets haben, aber der Rest war alles irgendwie immer noch am Warten. Ungelogen, irgendwann kam dann eine Nummer, welche Nummer man hatte. Ich weiß nicht, welche Nummer ich war. Wir hatten dann immer uns Screenshots geschickt und so weiter. Ich weiß nur, dass Sam vor mir dran war. Sie war vorher drin, um zu buchen und hat dann ihr Ticket bekommen. Und ich so, oh Gott, nee, wenn ich jetzt kein Ticket bekomme, ne, dann raste ich aus. Und insgesamt hat der Prozess, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gedauert, bis ich dann auch dran war. Und als ich das Ticket dann gebucht, ich wusste schon von Sam, dass es diese günstigste Variante für 259 Euro gar nicht mehr gab. Es gab nur noch ab 500 bis, ich glaube, das teuerste Ticket war 2.500. Da hat man im Honda Center halt direkt vorne in der ersten Reihe oder so gesessen. Und man musste halt sich direkt einen Platz aussuchen im Honda Center während der Buchung. Und als ich dann da war im Honda Center auf diesem Sitzplatz, ich habe nur gesehen, zack, 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 jeder Sitz, den ich ausgewählt habe, war auf einmal weg. Der war weg, der war weg. Und ich so, oh Gott, nein. Habe irgendeinen anderen angeklickt, irgendeinen Sitz. War mir egal, wo ich gesessen habe. Und dann habe ich irgendwie einen bekommen, wo ich irgendwie so irgendwas mit Semi... Also nicht, dass ich einen Behindertensitz genommen habe, also für Disability, sondern irgendwie was mit... Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich einen Sitz bekommen, habe dann gebucht und mein hat auch 500 Dollar gekostet. Das günstigste Ticket, was dann noch verfügbar war. Ich glaube, für 1.000 oder 2.000 gab es dann noch ein paar Sitze in der ersten Reihe, aber ich habe es jetzt nicht eingesehen, 2.000 Euro für 3 Tage Messe auszugeben. Naja, ich hatte dann auch mein Ticket, war happy und war dann relaxed und dann hatten wir beide unsere Tickets. Dann haben wir angefangen, unsere Flüge zu buchen, unser Hotel. Sam hat sich ums Hotel gekümmert. Wir haben dann im Anaheim, Marriott Anaheim übernachtet, was direkt gegenüber vom Convention Center ist, was exzellent war. Wir sind einfach rübergelaufen und waren direkt auf der Expo. Also, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Hotel. War super. Wir haben jetzt pro Nacht um die 300 Dollar bezahlt für 2 Personen. Also 150 pro Kopf, pro Nacht. Wir waren 6 Nächte dort und genau, also 500 Dollar die Tickets und dann nochmal 1.500, um die 1.500 war es, glaube ich, für 6 Nächte für 2 Personen, also 700 Euro pro Person nur fürs Hotel, aber 6 Nächte. Von Mittwoch, was ich ankam, bis dann darauf die Woche Dienstag. Ja, genau, so viel dazu. Und... Dann waren wir da, also ne, wir hatten dann alles, bevor wir dann ankamen, es gibt ja diese Panels, ne? Also das sind diese Präsentationen und als wir noch hier waren, haben wir eine E-Mail bekommen, welche Präsentation es geben wird und man kann sich für Präferenzen anmelden und es ist sozusagen eine Lotterie dann gewesen, zu welchen man dann gehen darf. Das heißt, wir haben uns wieder mit Sam zusammengesetzt, haben uns jeden Tag jeden einzelnen Panel angeschaut, haben gesagt, okay, möchten wir den machen, möchten wir den nicht machen. Man musste, glaube ich, 5 Stück pro Tag pro Region auswählen. Es gab 3 Regionen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Regionen hießen pro Tag. Und aber das war alles dieses Jahr, ne? Ich weiß nicht, wie es in 2 Jahren werden wird. Und wie gesagt, wir haben alles reserviert, alles für 2 Personen, bis auf jeweils ein Panel für sie und für mich.
Da hatte sie kein Interesse dran, weil ich habe Grey's Anatomy reserviert. Und sie wollte dann mit einer, also dann wollte ich da nicht hin, zu dieses Grey, Big Things Beautiful Tomorrow, diese Attraktion im WDW. Zu den beiden Sachen haben wir jetzt nur eine Person angegeben, bei den anderen Panels zwei Personen. Und da wurde gesagt, ja, ab dem Datum, ich glaube 5. August war es, bekommt ihr dann gesagt, zu welchen Panels ihr gehen dürft. Wie gesagt, Lotterie, ne? Und dann haben wir dann die E-Mail bekommen, die erste, und dann habe ich Grey's Anatomy bekommen und sie halt dieses Big Beautiful Tomorrow, ich weiß jetzt nicht, wie das Lied da heißt. Und wir so, okay, wir haben jeweils ein Panel bekommen, ist ja schon mal, vielleicht war es das so die erste, weil es gab, es hieß in der Vor-E-Mail, ab 5. August kommen die E-Mails. Wir dachten, okay, vielleicht ist das jetzt mal für eine Person, ne? Warten wir noch ein bisschen, Pustekuchen. Wir haben wirklich, ich weiß nicht, wie viele Panels es sind, wie viele also wir haben, wie gesagt, pro Sektion 5 Reservierungen eingegeben, also pro Tag 15 Reservierungen mal 2. Also sie hat es einmal eingegeben und ich immer dasselbe, bis auf halt diese eine, für alle 3 Tage. Und wir haben nur jeweils ein Panel bekommen, wo wir einzeln eingegeben haben. Da waren wir erst ein bisschen geschockt, dass wir nur ein Panel bekommen haben. Haben dann aber auch in Foren und auf Twitter und sowas gelesen, dass viele auch nur eine bekommen haben, 2 oder auch gar keine. Gar keine. Also, und wir waren dann so, okay, ne, wir bezahlen $500 für ein Ticket und kommen dann nur zu einem Panel. Das fanden wir schon ein bisschen strange. Also das war so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das so gut gelöst war dieses Jahr. Natürlich sind es so viele Tausende, also nur im Honda Center sind 11.000 Menschen. Aber bei dieser ganzen Convention noch viel mehr, weil natürlich auch Leute Tickets ohne Honda Center gekauft haben. Und die dann zu assignen, zu verteilen, diese Panels, ist natürlich ein riesen Hexenwerk. Und man konnte sich aber, also wenn man die Panels nicht bekommen hat, die man wollte, konnte man sich auch in eine Standby-Line stellen, im Prinzip. Das heißt, wenn es wirklich Panels gab, die ihr unbedingt machen wolltet, es gab riesengroße Panels, wie zum Beispiel Marvel, auch Marvel Musik, es gab Toy Story 30 Jahre, es gab Animation, es gab was mit den Ambassadors und super viele Panels, die ich jetzt gar nicht alle weiß. Ich habe irgendwo die Liste in der E-Mail. Und da konnte man sich halt als Standby-Line anstellen. Da gab es keine Garantie, ob man reinkommt, aber wenn man sich relativ früh genug angestellt hat, kam man auch rein. Sam hat sich ja zum Beispiel das Toy Story 30 Jahre Panel angestellt und kam auch rein per Standby-Line. Also, ne, wenn ihr sagt, boah, das eine muss ich unbedingt machen und da habt ihr keinen Slot für bekommen, dann könnt ihr euch immer früh genug anstellen und dann habt ihr auch vielleicht Glück. So viel zu den Panels, die wir reserviert haben. Dann waren wir vor Ort und haben es ein bisschen vermasselt, mit den Tickets abzuholen. Die Tickets gab es gegenüber im Hilton, genau, im Hilton Hotel, das war auf der anderen Seite, gab es anscheinend unsere Bändchen zum Abholen. Eigentlich schon 2-3 Tage vorher, wir haben es aber irgendwie verpasst zu lesen, keine Ahnung, in der E-Mail, in der Info, in der App, was auch immer. Und haben es halt am Freitag früh gemacht, als die Expo dann schon lief. Die Schlangen waren lang zum Eingang, Security hat lange gedauert, da mussten wir noch unsere Bändchen abholen, dann haben wir noch dieses Merchandise bekommen. Das heißt, ich musste noch ins Hotel laufen, das wieder ins Hotelzimmer zurückbringen. Zum Glück waren wir ja direkt dort. Hätten wir das gewusst, wir hätten uns einfach besser informieren müssen, hätten wir natürlich die Bändchen am Vortag schon abgeholt mit dem Merch und hätten am Morgen den Stress nicht gehabt. Es tut mir leid, es ist ein bisschen warm hier. Auf jeden Fall, gut, hatten wir unser Bändchen, kamen ein bisschen später rein. Und dann waren wir erstmal überwältigt von der Größe von dieser ganzen Expo. Wir mussten uns erstmal zurechtfinden. Ich muss ja gerade gucken, es gibt 1, 2, 3, 4 Hallen auf der ersten Etage. Ich zeige euch gleich die Map. Dann gab es noch eine zweite Etage und eine dritte Etage. Und so viel zu entdecken. Also es war wirklich, der erste Tag war echt überwältigend. Das war so viel Zeug. Und wir haben schon gedacht, okay, was machen wir denn jetzt, wenn wir nicht zu den Panels gehen können, weil halt, ne, so wir nur eins bekommen haben. Aber keine Sorge, wenn ihr keine Panels machen wollt oder keine bekommt, es gibt so viel zu entdecken. Diese ganzen Stände, die es da gibt, unglaublich. Wirklich unglaublich.
Es gibt auch die App dazu. In der App habt ihr auch alles, also als Schedule, als Plan, was wann stattfindet, wann es irgendwelche Special-Dinger gibt. Also in der App habt ihr auch einen kompletten Schedule immer gehabt. Und dort konnte man dann auch anklicken, was Favorit ist. Ich weiß nicht, ob die App bei mir noch funktioniert. Vielleicht kann ich euch noch ein paar Screenshots reinmachen, aber ich muss mal gucken, ob die noch funktioniert. Ah, tatsächlich, sie funktioniert noch, oder? Nee. Nee, it's a wrap, that's a wrap. Steht schon da. Also ich kann euch nichts mehr zeigen aus der App. Ich hätte vorher ein paar Screenshots machen müssen. Aber die App war auch super. Ja, also es gab erstmal super viel zu tun. Wie die Hallen ausgesehen haben, also so sah das Ganze aus. Das war jetzt die erste Etage, was wo war. Und dann halt hinten nochmal zweite Etage und dritte. Ich kann euch mal ein bisschen was vorlesen. Also wir haben natürlich die verschiedenen Stages, wo dann halt was stattfindet, die Präsentation. Wir hatten eine D23 Ultimate Fan Lounge, natürlich Shops, The Walt Disney Company Store, eine Car Show, die mir jetzt einfällt, die Sam eigentlich noch sehen wollte, haben wir aber nicht mehr gemacht. Dann gab es einen Pin Store, Mickey's Glendale, die Imagineering Behind the Dreams, das heißt, da waren die ganzen Future Projects von den Parks drin, das war auch sehr spannend, war ein richtig großer Stand. Dann gab es einen Stand zu Pixar, Disney Volunteers, National Geographic, Lucasfilm, Avatar. Also Avatar und Lucasfilm sah richtig krass aus. Dann gab es Marvel Studios, da haben wir gar nicht. Disney Plus war auch riesig. Es gab einen kleinen, ich nehme mal Flohmarkt, D24 Emporium, da haben irgendwie auch andere, ich weiß nicht, ob es waren, sah aus wie private Reseller, die was von sich gekauft haben und. Also wirklich super viele Sachen, auch kleine Shops wie Steif, Disney Cruise Line, Pandora, Ravensburger mit Locana, Loungefly. Also ihr konntet wirklich genug Geld dort ausgeben. Dann haben wir auf dem zweiten Floor noch die Stages gehabt, ein Inside Out 2 Headquarter. Dann hatten wir noch einen großen Shop, Disney D24 Marketplace. Und auch nochmal da oben, das war ganz weit hinten, auch nochmal Pixar und Star Wars Spielecke. Das war eher so ein Activity-Bereich. Und auf dem dritten Floor war ich persönlich gar nicht. Da gab es noch einen Disney Archives Stage und irgendwie noch eine Queue. Genau, da gab es auch noch was. Ja, also wie gesagt, richtig großes Teil. Und am Ende haben wir tatsächlich gesagt, es ist eigentlich gut gewesen, dass wir nicht so viele Panels hatten, weil sonst hätten wir nicht alles sehen können. Wie gesagt, Sam wollte unbedingt noch diese Autos da sehen, weil ich nicht so geil drauf, aber ich hätte es natürlich mit ihr gemacht. Haben wir halt auch irgendwie immer wieder vergessen und gesagt, wir müssen da noch hin. Ja, überall an den Ständen gab es entweder was gratis oder was zu kaufen oder irgendwas zu erleben, irgendwas zu machen. Super viele Foto-Opportunities, also ihr könnt da so viele Fotos machen. Dann hat man natürlich hin und wieder auch irgendwelche tollen Leute gesehen. Ich habe die Disneyland Ambassadors von uns getroffen. Natürlich ganz viele Vlogger und Imagineers laufen da rum. Alle möglichen Leute laufen da tatsächlich einfach rum und ihr könnt sie ansprechen. Und Essen gibt es dort auch, was sehr, sehr teuer ist, muss ich sagen. Am ersten Tag habe ich irgendwie so einen Burger gegessen, der war jetzt nicht so prall. Da wusste ich aber noch nicht, dass draußen am Eingang Foodtrucks sind. Also da, wo man reingekommen ist, sind mittags Foodtrucks hingekommen. Und das haben wir erst dann am ersten Abend, als beim Rausgehen, gesehen, dass da Foodtrucks stehen. Haben wir dann am zweiten und am dritten Tag genutzt. Und am zweiten Tag die Quesadillas, die waren einfach mega cool. Und wenn ihr irgendwas davon sehen wollt, ne, habe ich alles in drei Vlogs gepackt. Alle drei Tage, was wir so gemacht haben, was wir so bekommen haben, seht ihr natürlich intensiv in den Vlogs. Ja, Thema Shopping. Ein Thema, was mir gar nicht gefallen hat auf der Expo. Ich weiß nicht, wie man es besser lösen könnte, aber die Situation vom Shopping und vom Merch war eine reine Katastrophe. Ich hätte noch viel mehr Geld ausgegeben, wenn es so wäre. Also erstmal, die meisten Shops hatten keine Schlange, wo man sich normal anstellen könnte. Einige hatten das oder haben es im Laufe des Tages freigegeben.
die Standby-Lines. Und man hat immer, das war eigentlich gut, wenn man die Push-Notifications der App eingeschaltet hatte. Was ich hatte, hat man immer eine Push-Notification bekommen über alle möglichen Neuigkeiten und auch wenn irgendwelche Shops Standby-Lines angeboten haben. Was dann natürlich super war, aber dementsprechend auch die Schlangen lang. Aber die Schlangen, muss ich sagen, gingen eigentlich immer relativ schnell. Aber die zweite Möglichkeit war halt die Virtual Queue. Und die erste Virtual Queue ist online gegangen um 4 Uhr morgens. Um 4 Uhr morgens. Und ich habe mir immer in zwei Nächten, den dritten habe ich dann aufgegeben, hatte ich keinen Bock mehr, habe ich mir den Wecker gestellt für 3.57 Uhr. Um halt die Virtual Queue zu buchen. Die erste Nacht habe ich es alleine gemacht, da hat Sam geschlafen. In der zweiten Nacht war Sam noch wach und hat es mit mir gebucht. Beide Tage waren wir erfolglos, haben wir keine Virtual Queue bekommen. Am ersten Tag haben wir dann um 13 Uhr, waren dann nochmal Slots freigegeben worden für Virtual Queue, haben wir dann eins wenigstens für Marketplace bekommen, am Nachmittag, bevor wir dann ins Honda Center gegangen sind. Da waren aber die meisten Sachen halt schon ausverkauft, wie mein Kleid, was ich unbedingt haben wollte. Es gab auch ein D24 Spirit Jersey, den habe ich so bei einigen immer angezogen gesehen, aber im Shop, keine Ahnung, wo es den gab, wann es den gab, in welchem Shop, er war einfach weg. Klar, bei sehr limitierten Sachen oder bei sehr begehrten Sachen kann ich verstehen, dass sie sehr schnell weg sind, weil erstens, es kommen die ganzen Personal Shopper, oder Ebayer oder Reseller, die ganzen Sachen natürlich kaufen möchten, um sie weiter zu verkaufen. Ist halt so, die werden wir leider nie loswerden. Ich denke mir dann immer, warum produziert Disney dann nicht mehr Spirit Jerseys zum Beispiel oder so. Gut, die Kleider gab es ja dann im Online-Shop auch noch zu kaufen oder auch im Disneyland Park. Aber diesen Spirit Jersey hätte ich sehr gerne gehabt und ich weiß nicht, was der bei Ebay 200 Euro oder so kostet. Es ist halt sehr exklusiv, aber da könnte man vielleicht ein bisschen mehr produzieren. Ja, so viel zum Merchandise, das hat mir gar nicht gefallen. Ich hatte am zweiten Tag, weil man konnte ja dann immer zwei Personen mitnehmen und ich war am zweiten Tag morgens alleine, Sam hat noch geschlafen und dann habe ich einfach irgendjemanden in der Schlange gefragt, der alleine war, ob sie mich mitnehmen kann in den Shop, weil ich keine Virtual Queue bekommen habe. Das war für den The Walt Disney Company Store. Und da war jemand, eine Dame, ich habe sie einfach angesprochen, gefragt, hey, hast du eine Reservierung? Magst du mich mitnehmen? Sie meinte so, ja, gerne. Ich habe aber nur eine Reservierung für eine Person. Ich so, ja, wir können es ja probieren. Und der Customer hat gar nichts gesagt, einfach nur ihre Reservierung gescannt und dann waren wir beide drin. Also man muss einfach mal auch seinen Mund aufmachen und nett fragen, dann funktioniert das auch. Und da war ich halt im Shop so drin. Ich war am nächsten Tag auch nochmal im Shop drin, da gab es nämlich auch dann am dritten Tag überall Standby-Lines. Also am dritten Tag gab es, glaube ich, fast in jedem Shop noch Standby-Lines, aber natürlich war dann das Begehrteste schon weg. Ja, soviel zum Merchandise. Ansonsten muss man überall mit Karte dort bezahlen. Es ist alles cashless. Heißt das so? Cashless? Was haben wir? Auf jeden Fall ohne Bargeld, alles mit Karte wird bezahlt. Ich habe einfach alles mit Apple Pay bezahlt. Was kann man noch sagen? Es gab super viel zu tun. Es war super voll. Es waren so viele Menschen. Es waren so viele Schlangen. Ich würde es, glaube ich, nicht für Kinder empfehlen. Es waren ein paar Kinder da, aber auch nicht wirklich viele. Es ist einfach so viele Menschen, so viele Eindrücke, die auf einen einprasseln, so viel zu erleben und zu machen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich was für Kinder ist. Was ich sagen muss, was wirklich beeindruckend ist, sind die Kostüme der Leute. Es ist ja so wie auf der Comic-Con oder auf der Gamescom, kann man sich verkleiden, wie man möchte. Und es sind wirklich so krasse Kostüme. Man würde echt meinen, das ist der echte Charakter. Die geben sich so viel Mühe bei den Kostümen und das wird da tatsächlich auch sehr geehrt, auch von D23. Die werden dann gefilmt, auch gezeigt in den Stories, auf Social Media, bei Beiträgen, weil das wirklich mega krass ist. Es gibt auch immer so Fotomeets, wo dann sich alle von Star Wars zum Beispiel treffen oder alle Prinzessinnen und so. Also die Kostüme dort on point. Also das kann man auf jeden Fall auch sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch dafür mal hinzufahren, um die ganzen krassen Kostüme zu sehen. Kommen wir zum Honda Center. Das Honda Center, es tut mir leid, mir ist so warm, ich muss mich immer zwischendurch anwedeln. Das Honda Center war wirklich anderes Level.
Der erste Abend schon, man kam dahin, ich kam dann an meinen Sitz. Ich war ein bisschen, der erste Abend war für mich nicht so ganz gut gelaufen, weil erstens, mir war es so kalt. Ich habe schon gemerkt, in diesem Sondercenter sind es gefühlt minus 8 Grad. Und ich hatte keine Jacke mitgenommen, ich hatte nur mein Kröckchen an und mein T-Shirt. Und das Ding ging 3 Stunden. Und ich dachte so, Gott, nee, ich friere hier, ich friere mir was ab. Und es war wirklich einfach kalt. Das zweite, was mich ein bisschen verärgert hat, war der Security-Typ, der es leider nicht besser wusste. Ihm wurde gesagt, oder ich weiß nicht, wie er es verstanden hat, dass Film überhaupt nicht erlaubt ist. Und ich so, hä, das wurde doch gar nicht kommuniziert, das steht nirgendwo, sonst würden die das ja auch vorher sagen oder so, ne? Die Moderatoren haben sie aber nicht. Und dann sehe ich überall in dem ganzen Honda Center, außer in unserer Area, wo unser Security-Typ war, alle sind am Filmen. Und ich so, das ist doch nicht jetzt dein Ernst. Habe ich Sam geschrieben. Und Sam, weil sie saß woanders, wir saßen ja nicht zusammen, weil wir separat gebucht haben. Und Sam so, ja, der Typ hier oder die Security-Frau meinte hier, keine Trailer, weil das war halt der für die Filme, der Panel. Und keine Filme, aber die ganze Präsentation geht. Also keine Trailer, die Präsentation geht. Und ich so, nee, oder? Zum Glück hat Sam mir wenigstens ihren Content dann gegeben, was sehr, sehr nett war. Aber das hat mich dann auch am ersten Abend ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Aber die Stimmung in diesem Honda Center, alle Disney-Fans sind einfach ausgerastet. Die Stimmung war einfach wirklich 1A-Sternchen mit 8 Millionen Sternchen. Die Stimmung in diesem Honda Center werde ich nie vergessen. Diese Atmosphäre, die Stimmung von allen Fans, egal was angekündigt wurde, es wurde mega applaudiert, gekreischt. Alle waren happy, die Stimmung, also nochmal die Stimmung. Und auch der zweite Tag, wo ich mich dann wärmer angezogen habe, wusste, ich habe nochmal mit dem Security, er war nämlich anderer Security-Typ, abgeklärt, ja, Film ist erlaubt. Und dann diese Parks-Vorstellung, auch welche Stars schon am Vorabend auf der Bühne waren, die Sängerin von Moana, The Rock Johnson, Dingsterbumster, so viele Stars, die auf der Bühne sind, die wir dann einfach da gesehen haben. Und am zweiten Tag genauso. Plus dann die ganzen Ankündigungen von den Parks, Disneyland Paris, Walt Disney World, als Villainsland angekündigt wurde für Magic Kingdom ganz zum Schluss. Da ist gefühlt der ganze Saal aufgestanden, ausgerastet, stand auf den Stühlen gefühlt, also nicht jetzt, ne, aber boah, als das angekündigt wurde, sind alle ausgeflippt. Also sind sowieso schon alle ausgeflippt bei allen möglichen Neuigkeiten, auch als Monster AG, die Achterbahn bekannt gegeben wurde, aber als Villainsland angekündigt wurde, anderes Level. Also generell auch der dritte Abend mit den Disney Legends, Miley Cyrus auf der Bühne und so, also ja, sieht man nicht oft die ganzen Stars und das alles in 3 Tagen hintereinander, das waren auch Eindrücke, die auf einen eingeprasselt sind, die Stimmung, die ganzen Leute auf der Bühne, die ganzen News, also es war wirklich ein Wochenende, als wäre man das ganze Wochenende auf irgendwelchen geilen Drogen. Also es ist, war wirklich wie, als wird man die ganze Zeit high. Und da hat auch die, also wir haben nicht viel geschlafen, das kann ich euch auch sagen, das wisst ihr aus meinen Storys. Schlaf war nicht viel da. Wir sind abends spät aus dem Honda Center zurückgekommen, Uber-technisch war es auch schwierig, eins zu bekommen. Dann mussten wir vielleicht manchmal noch schneiden für das News-Video und noch den nächsten Tag vorbereiten und Stories hochladen. Und frühmorgens sind am nächsten Tag wieder aufstehen, weil wir natürlich alles aus dem Tag machen wollten. Also es war sau, sau anstrengend, diese ganzen 3 Tage D23 Expo. Aber man war wirklich wie auf Drogen. Es war wirklich wie high, man war die ganze Zeit high. Diese Disney-Spirit, diese Disney-Magie mit den Disney-Fans auf einem Raum zu sein, auf einem Gelände zu sein. Ja, es war krass. Und ich glaube, soweit habe ich alles gecovert, wie man das bucht. Wenn ihr noch Fragen habt, ne, unten immer in die Kommentare. Ich beantworte euch gerne die Fragen. Aber ich glaube, soweit habe ich alles gecovert, wie man an die Tickets kommt. Ja, wie gesagt, den Link wird dann immer auf Social Media gepostet, wie man es bekommt. Und ja, die nächste wäre dann 2028. Nee, was haben wir da? 2 Jahren, oh Gott. Also 2028 ist auch eine, aber 2026 wäre dann die nächste. Ich würde es wieder machen. Vielleicht in 2026, mal gucken. Ich sage niemals nie, aber das wird die Zukunft zeigen, was so in den nächsten 2 Jahren ist.
Auf jeden Fall würde ich es wieder machen, auch wenn es scheiße anstrengend war. Ja, aber es ist irgendwie ein ganz besonderes Event. Irgendwann in meinem Leben würde ich es genauer machen. Wir haben gesagt, mit Sam vielleicht 2050 mit unserem Rollator oder so. mal sehen. Aber es war schon krass. Es war sauteuer. Dieser ganze Trip in der Länge, es war ja nur eine Woche für mich, ist der teuerste Trip meines Lebens gewesen in Form von der Länge her und im Verhältnis zu den Kosten. Dazu dann mehr im Q&A. Und zur Disneyland Paris, Disneyland, nicht Disneyland Paris, oh Gott. Disneyland Fazit, die Hitze und so, macht mich fertig. Ja, also es sind Erinnerungen fürs Leben tatsächlich, die ich dort gesammelt habe. Auch mit Sam war es super. Wie gesagt, wir planen auf jeden Fall unseren nächsten Trip für nächstes Jahr. Aber nicht D23. Mit Sam war es super, das ganze Wochenende war krass. Und ja, ich würde es wieder machen. Mit dem Wissen, was ich jetzt auch habe, auch ein bisschen besser planen. Das Wissen habt ihr jetzt auch bekommen von mir. Vielleicht seid ihr jetzt 2026 da. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie 2026 auch da unbedingt hin möchten, nachdem ihr meine Storys gesehen habt. Also ja, wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.